Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, jeden Tag kommen wieder neue Abonnenten. Ich stelle mich kurz vor, ich bin die Nastja, ich bin 31 Jahre alt und führe den Kanal mit meinem wundervollen Ehemann Ivan. Und wir zeigen auch unsere Kinder auf unserem Kanal. Und ja, der Kanal geht um unser Leben in Deutschland und auch das der ausschlaggebende Punkt für den Kanal war eigentlich Ägypten. Und deswegen zeigen wir euch auch einiges, was wir in Ägypten treiben, denn wir sind oft dort und teilen einfach unsere Erfahrungen mit euch. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Nicht vielleicht, es hat schon vielen geholfen. So, also meine Lieben, heute geht es um ein Thema Ägypten. Ja, wir wurden gefragt und das habe ich halt gedacht, ich mache das als ein einzelnes Thema, damit wenn man auf YouTube eingibt, Dresscode in Hurghada, dass man ein einzelnes Video hat, weil oft ist es so, man spricht irgendwo nebenbei. Ich habe auch schon oft darüber gesprochen, nebenbei in den Videos, aber ja, so, dass man das schnell findet, die Antwort auch schnell findet. Ich weiß, ich bin ein Mensch, ich rede sehr viel drumherum, ich mag es gern zu reden, aber ich komme irgendwann auch auf den Punkt. Ja, wir reden heute über den Dresscode in Ägypten, in explizit Hurghada, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Viele von euch fragen uns, wie kann ich mich als Europäerin dort anziehen? Also es gibt dort so gesehen eigentlich kein Dresscode. Ihr müsst euch vorstellen, Hurghada ist eigentlich mittlerweile Europa. Es ist alles auch schon sehr freizügig und es gibt Frauen, die laufen auch mal mit Bikini an der Straße entlang. Es gibt aber auch sehr viele verschleierte Frauen, die einen Hijab tragen. Was meine Meinung dazu ist, die wollte ich hier gerne grundtun, damit ich auch auf das Video verweisen kann und nicht jeden einzeln in meinen Kommentaren antworten muss, was ihr denn tragen solltet. Zum einen, ich möchte niemanden Vorschriften machen, aber wenn ihr mich schon fragt, antworte ich da gerne drauf. Also, ihr müsst euch vorstellen, Ägypten ist ein muslimisches Land und die haben eine bestimmte Kultur und haben bestimmte Dinge, nach denen sie leben. Die leben nach dem Koran und nach den Niederschriften von Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und wer sich so ein bisschen mit dem Koran beschäftigt hat, der weiß, dass bestimmte Dinge der Frau, ihre Schönheit versteckt werden sollte. Man kann da verschiedener Meinung zu sein. Jeder hat auch irgendwie verschiedene Hintergründe, verschiedene kulturelle Hintergründe und lebt auch ein anderes Leben. Aber ich finde, wenn man in so einem Land ist, dann sollte man doch schon das respektieren irgendwo und auch ein bisschen Respekt gegenüber zeigen. Wir müssen kein Hijab jetzt tragen oder uns irgendwie komplett verschleiern, aber ein bisschen geschlossenere Popobacken und Tidis wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Klar, ich trage auch mal ein Kleid mit einem Ausschnitt, aber nicht so, dass man halt alles sieht. Man muss halt auch immer gucken, wenn hier ein bisschen kürzer, dann da ein bisschen länger oder halt andersrum, dass ein bisschen was verdeckt ist von all unserer Schönheit. Ja, deswegen, ich würde mal sagen, ich finde es schön, wenn man lange Kleider trägt. Da ist aber jeder, ja, jeder hat einen anderen Körperbau. Aber es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie ihr euch gebt. Ja? Zum Verhalten, wie man sich geben sollte, da würde ich nochmal ein anderes Video zu machen. Aber Dresscode-mäßig ist, in Hurghada gibt es nichts, was es nicht gibt. Also man kann Panties tragen, man kann Bikini tragen, man kann alles tragen, was ihr auch in Europa im Sommer anzieht. Aber ich bin da eher so ein bisschen, dass ich sage, längere, wenn ich natürlich zum Strand gehe, ne, ist ja klar, da werde ich jetzt kein langes Kleid tragen. Bei uns ist der Strand über die Straße und ist klar, dass ich dann auch ab und an mal schon irgendwie mein Bikini drunter anhatte oder mein Badeanzug und dann irgendwie ein kürzeres Kleid, wo ich halt jetzt über die Straße gehe. Wenn ich aber irgendwo zum Essen gehe oder irgendeine Promenade, dann habe ich schon versucht, immer längere Kleider anzuziehen, wo halt nicht alles gleich erkennbar ist, weil man wird schon viel angegafft. Also es ist klar,
Man guckt einfach, es ist wie ein Unfall. Man will nicht hingucken, aber man muss. Und gerade die jungen Männer dort auch, nicht nur, es sind auch die älteren Männer, die können sich halt nicht satt sehen. Die sehen so viele verschiedene Frauen aus so vielen verschiedenen Ländern und so vielen verschiedenen Figuren, dass die halt hingucken müssen, wenn man halt etwas Kurzes trägt. Wenn ihr das reizen wollt und wenn ihr das mögt, dann zieht euch gern kurze Sachen an. Ich mag das halt nicht gern. Man wird auch vollgelabert, wenn man ein längeres Kleid anhat oder diese Blicke fallen dann trotzdem. Aber es ist dann nochmal was anderes, wenn man weiß, man ist mehr verdeckt. Und ja, das ist halt meine Meinung zu dem Thema. Ihr müsst natürlich selber wissen, wie ihr damit umgeht, hatte ich ja schon erwähnt. Ja, meine Cousine war zum Beispiel auch dabei. Sie ist Single und ist halt war mit uns auch unterwegs und sie hat auch mal ein kürzeres Kleid angezogen, aber sie war mit uns. Wenn sie alleine war, hat sie sowas halt nicht gemacht. Da hat sie halt auch eher eine längere Hose angezogen, eine dünne und halt ein Oberteil dazu oder mal auch ein langes Kleid. Ja, man sollte halt die Situation nicht unnötig irgendwie reizen. Ich weiß, ne? Sonne und dort die Männer und in Ägypten halt, es ist ein Land voller Geheimnisse. Und ja, allein so Pyramidenbau und. Also da herrschen ganz andere Vibrationen und auch die Männer sind da halt auch ganz anders als unsere europäischen Männer. Deswegen, wenn ihr euch schützen wollt, wenn ihr kein Abenteuer haben wollt, dann schützt euch selber und zieht euch dann so an. Ja, bei Männern, ne, ich glaube, bei Männern muss ich nicht viel zu sagen. Männer tragen halt immer dasselbe, eine kurze Shorts, ein T-Shirt, ein Hemd oder was auch immer. Ich glaube, das ist sehr, sehr easy. Bei Frauen ist es eher ein bisschen komplizierter, weil man tatsächlich viel Auswahl hat, was man tragen könnte und natürlich auch ja durch die Männer, wie man sich halt selber verhält, so verhalten sich halt auch die Männer. Am Anfang, wo wir da waren, die ganzen ersten Male in Ägypten, habe ich auch jeden immer angegrinst und ich dachte halt, so wie bei uns in Europa, ne, dieses Freundliche, dass man halt auch grüßt und dieses Grinsen auf dem Gesicht ist in Ägypten kontraproduktiv, weil jeden, den du halt anlachst, jeden Muslim, den du anlachst, der denkt, dass du Interesse an ihm hast. Also die denken das wirklich, weil wenn die aus ihren Dörfern da kommen und halt auch nicht so viele Berührungspunkte mit Frauen haben und auch vielleicht noch nicht so lange in Hurghada sind, die denken echt, dass du mit denen ausgehen möchtest. Das war auch so, als wir das erste Mal dort waren, habe ich mir überhaupt gar nichts dabei gedacht, bis unser Kumpel mir dann irgendwann erzählt hat, das macht man nicht. Keine ägyptische Frau würde sich so verhalten. Ja, also, dann wünsche ich allen alles, alles Gute. Mein Kaffee ist jetzt kalt. Guckt, vielleicht findet ihr andere Alternativen, aber das ist das, was wir in Erfahrung gemacht haben und mit euch teilen wollten. Also, abonniert unser Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare. Und wir verabschieden uns. Alles, alles Gute von Nastja, Ivan, Miron und Eli. Bye, bye.